Das Herzstück der Anlage, der 5 Megawatt Elektrolyseur. Damit soll mit Hilfe von Strom aus erneuerbaren Energien Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff getrennt werden. Wir können den Elektrolyseur noch auf 10 Megawatt erweitern. Dazu haben wir eine zweite Halle hier, die noch leer ist. Wollen wir auch sehr zeitnah tun. In 2026 sollen dann schon 10 Megawatt laufen. Mit den 10 Megawatt können wir dann schon eine ganze Menge Lkw, Pkw versorgen, aber auch Spezialindustrie versorgen. Der Strom dafür soll auch aus dieser Photovoltaikanlage in unmittelbarer Nähe kommen. Zwei Windräder sind ebenfalls geplant. Mit dieser Energie wird grüner Wasserstoff produziert. Auch ein Wasserstofftechnologie-Anwenderzentrum ist neben der Anlage geplant. Hier soll zum Beispiel geforscht werden. Wer am schnellsten Technologiestandards setzt, der hat am Ende die Macht. Und wenn Sie ein solches Zentrum haben, können Sie solche Standards sehr viel schneller zusammen mit der Industrie an einem Fleck auch wirklich umsetzen, verifizieren. Michael Sterner ist Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat. Prinzipiell findet er die neue Anlage bei Pfeffenhausen gut. Aber Wasserstoff ist nicht das neue Öl. Es ist knapp und teuer. Und deswegen viel zu schade zum Verheizen oder zum Fahren mit Auto und Bussen. Wir brauchen es viel dringender als Stromspeicher für die Langstrecken- und Schwerlastmobilität, aber vor allem auch in der Industrie, wie beispielsweise in der Chemieindustrie, zur Herstellung aller Rohstoffe, die wir dringend brauchen. 25 Millionen Euro kostet die Anlage. Bis zu 600 Tonnen grüner Wasserstoff soll jährlich produziert werden. Ob das klappt, hängt davon ab, ob genügend Strom aus erneuerbarer Energie vorhanden ist.